So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Land 3 beziehungsweise Wario Land 1. Oh mein Gott, ich bin fast durch mit dem Let's Play und dann kriege ich den Titel immer noch nicht hin, aber der ist ja auch kompliziert. Ja, ich sag schon mal eins vorweg, freut euch heute schon mal auf... Das schlägt schon wieder so aus. So, ist das jetzt gut? Ja, ich glaube schon. Freut euch heute schon mal auf Traktoren und Mopeds. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Jetzt hört man es. Ja, aber es ist halt fucking Sonne draußen. Ich hasse die Sonne. Habe ich heute Morgen auch schon in Twitter erwähnt. ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar, da wir ja jetzt schon in der letzten Welt sind, ich denke mal, dieser Totenschädel-Gedöns ist die letzte Welt, will ich noch die fehlenden Schätze erstmal holen, damit man dann am Ende auch wirklich, ne, wisst ihr Bescheid. Leute mit lauter Musik. Schlechter lauter Musik. ja, der gute Dominik hat mir gesagt, dass ich hier auf, wie heißt das Ding? Sherbetland. Dass ich da eine Welt anscheinend irgendwie nicht gemacht hätte. Oder einen Ausgang nicht. Keine Ahnung. Ich muss das jetzt hier wahrscheinlich einfach mal durchgehen, alle. Das ist, denke ich mal, ja, das müsste eigentlich der Schatz F sein. Wir fangen jetzt einfach mal hier im ersten an und durchsuchen mal hier alles ein bisschen. So. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wie diese Level hier waren, weil es ist halt schon wieder ein bisschen länger her. Ach ja. Wir haben heute übrigens den 30.06.2015. Oh, das war knapp. Natürlich. Ich glaube, ich muss mal meinen Fernseher etwas leiser machen. Wo habe ich die Fernbedienung? Fernbedienung. Fernbedienung hingeschmissen. Das war etwas zu viel. Ich möchte auch noch was hören. Ach ja. Oder bin ich irgendwo in Secret Exit gegangen, obwohl ich noch gar nicht hätte gehen dürfen, weil ich den normalen Exit noch gar nicht gemacht habe? Ich weiß es nicht mehr. Och man, das kann doch nicht sein. Toll, da komme ich jetzt nicht mehr dran. Mit T. Dran wie Trant. Warum heißt Trant eigentlich Trant? That was fucking close. So, was haben wir hier? Bestimmt einen Zwischenspeicher. Ja. Wollen wir aber nicht. Oh, vor allem, ich war eben gerade draußen, weil ich wollte morgen ein bisschen Geocaching wieder machen. Und da habe ich so eine, ja, ich sag mal, eine Route gefunden. Oh, für die man laut Ersteller 40 Minuten Fußweg braucht. Ich habe aber keinen Bock, 40 Minuten in der prallen Sonne rumzulaufen. Ach scheiße, wir haben noch 6 Leben. Können wir ja gleich mal gucken, ob wir den einen Endboss nochmal besiegen können. Der uns so schöne viele Sachen hergegeben hat. Lebens nämlich. Boah, ein Double Kill.
Genau, und deswegen habe ich mein altes Fahrrad immer ausgepackt. In das ich aber kein Geld mehr stecken werde. wer Interesse hat, es zu kaufen, kann sich mal bei mir melden. Weil die Gangschaltung funktioniert nicht mehr richtig. Die Bremsen müssen erneuert werden. Die Reifen müssen erneuert werden, weil die sind total rissig. Ja. Und da werde ich kein Geld mehr rein investieren. Hallo? Wenn ich mir überhaupt noch mal ein Fahrrad kaufe, dann ist das sowieso eins für Dirt Jumps und so. Und das hat dann auch keine Gangschaltung. Oder muss dann erstmal mein BMX kaputt gehen. Wobei ich das wahrscheinlich auch noch hinkriege. Ich hab's im Gesicht. Ach genau, was ich sagen wollte. Lass mal 2 Sekunden draußen. Dann hat man die ganzen Fliegen im Gesicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es mir überall am Körper rumkrabbelt. Ich bin auch heute mit offenen Fenstern gefahren. Weil es einfach fucking heiß ist. Jetzt kann ich mir endlich mal im Gesicht kratzen, ey. Und das ist irgend so ein Vieh ist rechts durch die Beifahrerfenster gedöns reingeflogen. Was bist du denn für eine? Also durch die Beifahrerfenster reingeflogen, dann in meine Sonnenbrille, also hinter das Glas, hat sich in meinen Wimpern verfangen. Dann habe ich mich mal kurz schnell geschüttelt. Und dann war es dann auch wieder aus der Fahrerseite wieder raus. So. Also wissen wir schon mal, hier war es nicht. Das haben wir ja als letztes gemacht. Mal das hier. Ich meine, den Eingang hätten wir als letztes gemacht. Deswegen mache ich den dann auch wieder als letztes, weil ich denke mal einfach... Natürlich! Natürlich! Deswegen denke ich einfach mal, dass es da am wenigsten sein wird. Hier war doch ein Schlüssel, ne? Ja, hier war ein Schlüssel. Hier waren wir auch schon. Da kann ich mich nämlich dran erinnern. So, ich könnte mich eigentlich mal hier von einem killen. Doch, kill mich. Ah. So. Okay. 19. Oder gab es da noch einen Secret Exit? Ich weiß es nicht. Weil jetzt war hier eben 17, also die 18 fehlt. Aber nochmal sterben lassen würde ich mich ungern. Weil ich habe nur noch 5 Leben und so, ne? Ach, Manu, Drecksigel. Verpiss dich. Ach, guck mal. Das nehmen wir aber mal mit. Gib mir ja gleich ein Leben. Oh. Gibt es einen?
Ja, es gibt nur einen, schade. Die Herzen geben dann 10. Ach, das Level war das. Ups. Es war aber auch Zufall, dass ich das überlebt habe. War da schon immer einer da unten? Was war hier? What? Okay. Boah, ich schätze einfach mal, dass in dem Dings von eben. Dass uns da was fehlt. Oh Mann, ey. Ich hasse den Sommer. Habe ich vielleicht noch nicht gesagt heute. Vor allem, wenn es so fucking heiß ist. Ach so, ja, da war ja was. Was? Aber das ist schön, dass wir jetzt hier Endboss haben. Ich will den jetzt aber nochmal. Das Schöne ist, der ist ja da. Aber wir haben keinen Checkpoint, ne? Dann gucken wir hier mal nach The Secret Exit. Dich kann man nicht töten. Ach Mann, ey, du gehst mir so auf den Sack, ihr Drecksigel. So, was war hier? Danke. Ja, da war nämlich der Schlüssel drin. Geh doch mal. Ja, natürlich. Leckt mich hier alle. Ihr alle vor allem. Ihr alle. Mitkommen. Okay. Ach, was ich heute übrigens gelesen habe. Das wollte ich nämlich heute Abend nämlich mal nachgucken. Und zwar an die Leute, die New and Tasty gespielt haben. Und zwar, da hat heute Oddworld in Heavy Tins, wird das so ausgesprochen, ich weiß es nicht. Die haben heute was getwittert. Und zwar, habt ihr... Genau. Wow. Den nehmen wir mit. Ich sollte vielleicht mal weitersprechen. Da war... Fuck, hier ist bestimmt was. Ach man, hier, ey, Mittelfinger, Alter. Wenn ihr Richtung Zulag 2 wollt, bevor ihr draußen wart, also bevor ihr im Lager wart und so, ist beim Richtung Zulag 2, also vor der Tür. Steht da noch Mudaken? Oberhalb der Tür von Zulag 2. Und dieser Mudaken hat eine ganz besondere Synchronstimme. Denn dieses
diesen Mudaken hat. Oh Gott, wie David. Aha, auf jeden Fall der Synchronsprecher von Solid Snake.